Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Anime Dark, und zwar handelt es sich um Exoworld vs. Sword Art Online. Ich hoffe, das ist nicht zu leise. Wie manche von euch vielleicht wissen, ist Sword Art Online einer meiner absoluten Lieblingsanime. Entschuldigung. Ich war in letzter Zeit krank, deswegen habe ich auch nichts mehr abgeloadet. Aber heute geht's wieder los. Ein bisschen Husten habe ich noch, aber nicht mehr so viel. Exoworld war ein Sub-Anime, den ich mir mal vor Ewigkeiten angeguckt habe. Und ich glaube, ich mochte den nicht so sehr, aber der kommt jetzt ja auch auf Deutsch raus. Und da bin ich mal gespannt, wie der denn so ist. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum, starten auf der Schwierigkeit normal und jetzt kommt das Intro. Oh, geiles Intro. Ich mag das Intro. Okay, Gameplay? Nee, kein Gameplay? Kann ich mit dem jetzt rumlaufen? Was ist das für ein Ort? Sieht auf jeden Fall nicht wie die Welt aus, die die Social Cameras aufzeichnen. Und ich erinnere mich nicht, solch eine Karte je zuvor in Brainburst gesehen zu haben. Vielleicht ist es eine völlig andere VR-Welt. Senpai! Kuroyuki Hime! Inai. Senpai, doko itchatta no kana? Sie ist weg. Oh, wo könnte sie nur sein? Hayaku goryu shinai da. Ich muss sie finden. Senpai! Kuroyuki Hime! Help me! Help! Nee. Wohlige die Wieseninsel. Oh, Kirito und Asuna. Papa! Mama! Hayaku! Mami, Daddy, na los, schnell! Yui, so na ni soganaktemo daijoubu da zo. Keine Sorge, Yui, wir kommen schon früh genug.
Aber wir verschwenden Zeit. Ich will unsere Zeit mit der Familie so lange wie möglich genießen. Yui-chan, hashaijatteru ne? Yui ist es heute wirklich aufgeregt. Yui ist heute wirklich aufgeregt, nicht wahr? Ah, chotto mezurashii kurai ni na. Oh ja, ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so aufgekratzt war. Kirito-kun no tsukutta hanakazari, yoku niatteru. Schätze, es liegt an der Blumenkrone, die du für sie gemacht hast. Die ist wirklich niedlich. Na, amari umaku nai kedo na. Tsukutte yaru tte yakusoku shitan da. Oh naja, ich hatte versprochen, ihr eine zu machen. Ich wünschte nur, ich hätte sie besser hinbekommen. Papa! Mama! Mami, Daddy! Wakatta, wakatta! Ima iku yo! Wir kommen schon, Yui. Gehen. Wirklich verbringen Kirito, Asuna und Yui ihre Zeit als Familie und erkunden die virtuelle Welt von Alfheim Online. Starten! Papa! Mama! Chikou wa Yuigi ni tsukawanai to dame desu yo! Mami, Daddy, ihr müsst eure Zeit besser machen. Tashikani, Game-Kouryaku mo kihon wa chikan to no shoubu da kara na. Stimmt, wenn man es genau nimmt, passiert gutes Gaming vor allem auf effektiven Zeitmanagement. Um der Beste zu sein, muss man lernen, das Spiel zu genießen und gleichzeitig seine Skills maximal auszureizen. Kirito, es reicht mit dem Gerede über Spielfähigkeit. Gomen. VR-MMO. Tut mir leid, du hast recht. Das ist nicht nur ein Spiel, es ist ein VR-MMO. Und diese virtuellen Welten sind für uns ebenso echt und wichtig wie die, aus der wir eigentlich kommen. Kurze Info, Leute, ich werde vermutlich, wenn die Aufnahme nicht leckt, werde ich kurz jetzt 30 Minuten aufnehmen, instant rennen und instant hochladen. Also, ja. Einfach, ich freue mich schon so. Daher werde ich die Zeit, die wir zusammen als Familie haben, wirklich nutzen und genießen. Hi. Aber du kannst mich gerne um Hilfe bitten, wenn du spielst. Ich bin dein persönlicher Navigationspixel. Pixel. Deine persönliche Navigationspixel. SAO, Sword Art Online, Mental Health Counseling Program, ich habe vielleicht nicht mehr die Fähigkeit wie damals als psychologisches Beratungsprogramm in Sword Art Online.
aber ich bin noch immer ziemlich gut, was die Navigation hier in Alfheim online macht. Also frag ruhig immer nach, okay? Okay, danke, Yui. Danke, Yui. Aber gerne doch. Yui-chan, was ist los? Yui, was ist los? Papa und Mama Ich habe nur gerade an das erste Mal gedacht, als ich euch in Sword Online begegnet bin. Und nicht lange danach hatte mich das Kardinalsystem zum Löschen vorgemerkt. So, da. 22層の森で出会って、すぐに層の国鉄級のダンジョンに行って。 Ja, nachdem wir dich im Wald auf Ebene 22 getroffen hatten, eilten wir direkt zum Schwarzeisenpalast auf Ebene 1. Schwer zu glauben, dass all das innerhalb eines Tages passiert. So, da, ne? Ja, aber seht es mal so, unser Wunsch. Dass wir alle die Familie, alle als Familie zusammen sein können. Er ist wirklich wahr geworden. Du hast recht. Seitdem ist viel passiert, aber jetzt sind wir hier und zusammen, wie wir es immer wollten. Ja, und sobald ich daran dachte, wurde ich so glücklich, dass ich mich nicht zurückhalten konnte. Ich auch, Yui. Und ich ebenso. Papa, Mama, oh, Mami, Daddy, ich hab euch beide ja so lieb. Ich will, dass wir alle für immer zusammen sind. Natürlich, ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen. Was machen denn diese Monster hier in diesem Gebiet? Soll es gar keine Spawnpunkte geben? Zumindest scheinen sie nicht sonderlich schwer zu besiegen zu sein. Naja, wir müssen halt auch Mathe Drill zocken, wa? Yosh! Papa und Mama gehen sofort und katastrophieren. Yui, schau dir hier an. Wir müssen schnell Picknick beginnen. Na gut, Yui. Bleib zurück und überlass das Mami und Daddy. Dann setzen wir gleich unser Picknick fort. Papa, Mama, kämpfen Sie! Okay, viel Glück. Papa! Schwacher Angriff X, starker Angriff Y, LB, Zielerfassung. Wir kämpfen mit Kiritos Doppelschwert-Skill. Alter! Ja, gut, Kirito. Was macht Kirito? Und Gegner. Alles klar. Kirito-kun, harikitteru ne. Yosh, watashi mo Yui-chan ni Mama no tsuyoi tokoro miseru kara ne.
Kirito, weg von meinem Mob. Das ist mein Mob. Alles klar. こんなもんかな? Das sollte genügen. それじゃあピクニック再開といきましょうか. So wollen wir jetzt unser Picknick fortsetzen. Okay. Yui, どうかしたのか? Yui. Alles okay? Ie, nan demo arimasen. Oh ja, mir geht's gut. Ah, ikimashou. Papa, Mama. Jetzt kommt Mami. Daddy, gehen wir. Charakter wechseln. Der Eindringling. Picknick. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich liebe unsere Picknick. Yokatta ne, Yui-chan. Mata issho ni ikou ne. Ich bin froh, dass du glücklich bist, Yui. Wir müssen das bald wiederholen. Ja. Sote, kono ato dou shiyou ka? Also, was sollen wir jetzt machen? So ne. Ittan yadoya ni ikanai? Kirito-kun, item no seiri shitai desho. Warum gehen wir nicht zurück ins Gasthaus? Du willst doch bestimmt dein Inventar organisieren, oder Kirito? Na. Das klingt gut. Na, was ist das für ein Hä? Was ist das für ein Geräusch? Informationen, ein Pop-up-Fenster ist aufgetaucht, in dem von einem Notfallalarm die Rede ist. Na los, öffne es, Daddy. Was? 本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします Mal sehen. Leider muss Alfheim Online einer Notfallwartung unterzogen werden. アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には
Wir bitten alle aktuellen aktiven Spieler, sich sofort aus ihren Accounts auszuloggen. Was sofort? Wirklich? Seltsam. Bisher haben wir doch immer eine Benachrichtigung im Voraus bekommen. So etwas ist in Alfheim Online bisher noch nie passiert. Puh, das bringt böse Erinnerungen zurück. Keine Sorge, Asna, wir verwenden doch jetzt Amuse 4. Selbst wenn wir uns irgendwie nicht ausloggen können, können wir immer zurück in unseren psychischen Körper, physischen. Natürlich, das weiß ich ja. Da kommt gerade ein Update. Bei Spielern, die sich während der Wartung nicht ausloggen könnten, Charakterdaten auf einen früheren Zeitpunkt zurückgesetzt werden. Im ungünstigsten Fall können die Daten sogar verloren gehen oder gelöscht werden. Oi, oi. Moment, sie versuchen nicht mal, die Spieler zu beruhigen, während sie das Problem beheben. Wirklich nett? Ist das überhaupt möglich? Ich dachte, es wurden Maßnahmen getroffen, um unsere Charakterdaten zu sichern. Die gibt's ja. Alle modernen MMOs haben Sicherheiten zum Schutz der Spielerdaten, die mit Cardinal System allemal. Und bei alten Backup-Servern, die Chance auf unwiderruflichen Datenverlust noch geringer machen. Außerdem, ich bin mir fast sicher, dass so etwas in Alfheim Online nicht passieren könnte. Lügen Sie also die Spieler nur an, damit sie sich so schnell wie möglich ausloggen? Wahrscheinlich. Die Frage ist, warum sie so weit gehen würden. Papa, Mama, schnell loggen. Mami, Daddy, ich glaube, ihr solltet euch auch ausloggen. Yui, ist alles in Ordnung? Keine Sorge, alles ist gut. Ich wechsle nur wie immer in den Schlafmodus, während ihr beide ausgelockt seid. Aber Yui, Asna, okay, Yui, wir tun es. Komm, Asna, gehen wir zurück ins Gasthaus und loggen uns dort aus. Wir müssen genug Zeit haben, noch unser Inventar zu organisieren. Klar, aber... Papa, Mama. Danke, Mami, Daddy. Wir sehen uns später. Matana, Yui. Ciao, Yui. Bis bald. Chotto, Kirito-kun? Kirito. Kirito-kun, matte yo. Kirito, warte. Yui-chan no yonsu ga hen datta yo. Kirito-kun mo wakatteru ndesho? Dir ist doch auch klar, dass mit Yui irgendwas nicht stimmt, oder? Natürlich. Genau deshalb habe ich sie verlassen. Das müsste reichen. Na los, folgen wir ihr.
Was? Ihr Freund? Wo geht sie hin? Das weiß ich nicht. Aber Yui war schließlich etwas zu beachten. Ich weiß es nicht, aber irgendwas hat ihr zu schaffen gemacht. Was es auch ist, sie wird nachsehen, nicht in den Schlafmodus wechseln. Was? Was es auch ist, sie wird nachsehen, nicht in den Schlafmodus wechseln. Ich müsste mal den Satz richtig betonen, dann würde ich ihn auch verstehen. Okay, du hast recht. Folgen wir ihr. Kann ich jetzt mal speichern, bitte? Nibelheim, das felsige Ödland. Ich will doch nur die erste Folge uploaden. Nanda, Arya. Was in aller Welt ist denn das? Das soll Nibelheim sein, oder? Ja, und ich erinnere mich nicht, dass hier je so ein riesiger Turm stand. Ob Yui wohl dorthin gegangen ist? Datenbank können wir noch angucken, aber wo kann ich denn speichern? Ist das ein Gegner? Nee, das ist ein Item. Nee, das ist eine Episode. Kann ich denn nicht speichern? Wisst ihr was? Ich try es jetzt einfach mal. Ich werde hier jetzt mal die erste Folge beenden. Werde mal eben rendern, hochladen. Ne, während dem Hochladen werde ich gleich weiter aufnehmen. Jetzt werde ich gleich sofort instant rendern und dann nehme ich gleich sofort weiter auf. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Axelworld vs. Sword Art Online wieder ein. Ciao.